So, da sind wir wieder mit dem DLC Hexenjagd zu Dragon Age Origins. Im Kaddish-Teig sind wir weiterhin auf der Suche nach den Lichtern Alatens. Und drei haben wir bereits gefunden. Eins fehlt uns noch und da werden wir uns mal gleich wieder in diesen Wirbel Ich dachte, man stellen. in einem Feld voller Sterne stehen und sie zeigen uns den Weg. Da sieht man schon, in welche Richtung wir weiterlaufen müssen. Hier unten also nicht mehr. Aber ich guck mal nebenbei noch, ob wir noch so ein paar Hinweise auf diese komischen Elfen kriegen, die hier gestrandet waren. So, irgendwie ging das doch hier in diese Richtung. Mal noch in den nächsten Ich Wirbel sehe die stellen. magische Energie, die von den Lichtern Alethens angezogen wird. Nee, muss hier gleich um die Ecke sein. Ah, ich glaube, hier zwischen diesen Säulen. Das ist ein bisschen wie eine Schatzsuche. Genau, und da haben wir den Schatz gefunden. Das letzte Licht, das uns noch fehlt. Wahrscheinlich wieder irgendwelche Elfenwächter dabei. Es ist soweit. Ja, dürfen wir wieder kämpfen. Zwei Stück wieder, und zwar als Elite-Gegner. Keine Bossgegner diesmal. Oh, Finn, unseren Finn haben sie umgehauen. Kann ja wohl nicht angehen. Da habe ich jetzt überhaupt nicht drauf geachtet. Erst als er schon praktisch lag, habe ich es mitbekommen. Aber nur gut, den letzten werden wir auch noch so schaffen. Viel Life hat er nicht mehr. Na, fall um, du. Ich glaube, das Wir war's. haben vier Lichter Alethens. Ich Yeah. hoffe, sie reichen aus. Allerdings brauchen wir noch immer die Scherbe des Illuvien. Sobald ihr bereit seid, sollten wir zu den Elfenruinen aufbrechen. Tja, das würde ja auch nichts gebracht haben, hier rumzurennen und die Lichter zu suchen, wenn wir dann anschließend nicht weiter zu den Elfenruinen reisen würden. Also schnell mal Finn verarzten und dann Schießen die Sie ab. Buffs erneuern. So, Verletzungsausrüstung, seine Wunde ist weg. Frostwaffen, Steinrüstung, alles paletti. Dann werden wir mal zusehen, dass wir hier verduften. Allerdings vorher noch nach weiteren Hinweisen für die Geschichte von Cadalash. Ja, da fehlen uns noch ein paar. Und die Suche nach Morrigan. Da müssen wir also jetzt in die Elfenruine reisen. Können dort mit Hilfe dieser hier gefundenen Lichter so ein Ritual durchführen. An diesem zerbrochenen Illuvienstein, der sich dort befinden soll. Na, wir werden sehen. Erstmal versuchen wir hier rauszukommen, nebenbei noch zu gucken, ob wir irgendwelche Hinweise aufgabeln können. Ein bisschen gelaufen jetzt. Wir hätten mal auf dem Hinweg schon etwas gründlicher suchen sollen. Ich weiß, dass hier noch irgendwo Knochenberge rumlagen. Genau, hier zum Beispiel ist eine. Hätten wir uns vielleicht schon gleich angucken sollen. Und da ist ein zerrissener Brief mit bei. Ist das ein weiterer Hinweis? Ist Ja. also wahr. Eine kleine Gruppe von Elfen hat hier Zuflucht gesucht. Das wussten wir ja bereits. Ja, auf jeden Fall wieder irgendwas zugefügt hier in den Kodex. Aber das war anscheinend immer noch nicht alles, denn die Quest ist noch nicht abgeschlossen. Fehlt uns immer noch irgendwas. Momentan wird noch nichts weiter angezeigt hier. Da hinten noch so ein Knochenberg. Ich hoffe, auch hier ist was dabei. Ja, ein verschlissenes Tagebuch. Das könnte ein weiterer Hinweis sein, Frag genau. mich, ob diese Relikte uns dorthin führen könnten, wo einst Arlethan stand. Und die Quest ist damit auch absolviert. Du hast so viel wie möglich über die Elfen herausgefunden, die einst hier Zuflucht gesucht haben. Ja, Briefe aus der Vergangenheit. Bewahre Warre, Kommandant Regner oder wie der hieß. Dann Bewahren Schaller. Brief eines Ausgrabungsarbeiters. Tja, das haben wir alles gefunden und die Quest also damit jetzt abgeschlossen. Wenn man das erste Mal schafft, kriegt man auch einen Erfolg dafür. Allerdings, ich denke, das war hier nicht das erste Mal auf diesem Account. Deswegen wurde hier auch nichts angezeigt. Aber damit ist hier jetzt alles erledigt. Wir können versuchen, auf dem schnellsten Weg hier rauszukommen aus dem Kaddish-Teig
und dann Richtung Elfenruinen aufbrechen. Gegner scheinen ja auch nicht mehr zu sein, haben wir also alles umgenietet, was hier so rumgekraut ist. So, da hinten nochmal über die Brücke und dann dürfte es doch eigentlich nicht mehr allzu weit sein. Ja, da steht die Zwergenruine. Ruine, das Denkmal meine ich. Noch ein letzter Blick zurück. Verlassener Ort. Dann müsste doch jetzt gleich eigentlich der Ausgang kommen. Oder irre ich mich da? Mann, wie viele Brücken hatten die denn hier? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Über 7 Brücken musst du gehen. Da ist der Ausgang auf die Weltkarte, okay. Wenn ihr es so sehr hasst, draußen zu sein, Stopp. warum begleitet ihr uns dann? Ich konnte mir die Gelegenheit, mehr über die alten Elfen und die Spiegel zu erfahren, nicht entgehen lassen. Außerdem mag ich die Gesellschaft. Danke. Bitte. Ich meinte den Hund. Ja, klar. Okay. Wollte ich nochmal unbedingt zuhören. Wir könnten jetzt zurück zum Turm des Zirkels noch ein paar Sachen verkaufen, aber ich denke, ist gar nicht so wichtig. Ja, Flemmes Hütte, da haben wir angefangen. Jetzt geht's also zu den Elfenruinen. Ziemlich weiter Weg. Aber ich denke, den sollten wir auch schaffen. Wird auf der Landkarte gar nicht angezeigt, wie weit wir schon sind. Da sind wir denn. Dieser Ring, ihr spielt viel damit herum. Tja, Morrigans Ring wahrscheinlich. Ja, sind wir mal ehrlich, Morrigan hat ihn mir gegeben vor langer Zeit. Ein Ring ist ein bedeutsames Geschenk, vor allem bei den Menschen. Bedeutet das vielleicht? Nee, verheiratet sind wir nicht. Sie sagte, er erlaube es ihr, mich aufzuspüren, das ist alles. War ja ein Geschenk von Morrigan im Hauptspiel. Euch aufzuspüren? Merkwürdig, dass sie das wollte. Könnt ihr sie damit ebenfalls finden? Ich glaube, sie sagte sowas, dass es theoretisch möglich wäre. Ich habe manchmal das Gefühl, sie zu spüren, aber ich weiß es nicht genau. Sie hat so große Bedeutung für euch. Wir werden sie finden. Ich gebe euch mein Wort. Der alte Illuvian wird unser Schlüssel sein. Na, wenn du das sagst, dann glaube ich das doch mal. Ich hoffe, sie ist hier nicht eifersüchtig. Wer weiß, wer weiß. Wie war das nochmal? Euer Name ist Florian Phineas? Horatio Aldebrand, der Hochwohlgeborene. Ja, was für ein Nicht zu Name. vergessen. Mein Vater hat darauf bestanden. Haben euch eure Eltern gehasst? Nein, sie lieben mich. Ich glaube, der Name kommt daher, dass ihre überwältigende Liebe ihren Verstand verdrängt hat. Das muss es gewesen sein. Okay, ich höre ja diesen Gesprächen immer ganz gerne mal zu. Find's ziemlich lustig. So. Da hinten haben wir einen charakteristischen Leichnam. Was hat das denn zu bedeuten? Wie ihr wünscht. Tja, unser Hündchen scheint besonderes Interesse dran zu haben, obwohl so interessiert sieht er gar nicht aus. Da liegt noch ein Knochenberg. Oh, immerhin, 2 starke Wundumschläge, schon nicht schlecht. Obwohl, wir haben eigentlich genug mittlerweile. Also die dürften uns hier im Verlauf des Spiels eigentlich nicht ausgehen. Aber wer weiß. Was wir haben, das haben wir. Gespeichert heißt ja meist nichts Gutes, bestimmt gleich Gefahr. Ja. Da haben wir doch Bogenschützen. Was sind denn das hier überhaupt? Infizierte Elfen. Mit was infiziert? Das sollte kein Problem sein. Hoffentlich nicht ansteckend. Ah, verdammt, da haben wir auf unseren Magier wieder nicht aufgepasst. Der gute Finn hat hier so einen Kreischer am Arsch. Ah, betäubt, da hinten sind auch noch Bogenschützen. Die habe ich erst gar nicht registriert. Die sollten wir mal fix umkloppen hier. Ja, irgendwo ist doch noch ein Kreischer. Hört man doch. Ah, okay, die anderen beiden haben diesen Kreischer behakt. Aber der liegt auch. Damit haben wir erstmal Verschnaufpause. Diese Leute waren krank, bevor sie gestorben sind. Arabellas, Ethelin. Ah, okay, diese infizierten Elfen? Sind doch nicht ansteckend, oder? Ja, Finn macht sich auch gerade Sorgen darum, ob die ansteckend gewesen sind oder nicht. Ich denke, wir werden es herausfinden, wenn wir hier gleich umkippen, einfach so.
dann wissen wir, dass da irgendwas nicht ganz mit rechten Dingen zugegangen ist. So, geht's denn hier weiter? Können auch auf der anderen Seite. Hier haben wir noch einen Rundumschlag. Ah, hier, die Tür ist zu. Zu, zu, zu. Und kein Schlüssel dabei. Dann denke ich mir mal so, dass es hier irgendwo einen Gegner gibt, der den entsprechenden Schlüssel droppen muss. Wir werden ihn schon finden. So, was ist denn hier? Da ist ein Magier. Und weitere infizierte Elfen. Der Magier flüchtet. Na, den schnappen wir uns später. Lassen wir ihn erstmal laufen. Solange er uns nicht in den Rücken fällt, ist es vielleicht nicht so schlimm. Die Tür ist auch wieder zu, da wo er durch ist. Kreische. So, alle geschafft. So soll das sein. Ups. Nö, da kommt noch einer. Wo kam der denn auf einmal her? Beziehungsweise nicht nur einer, sondern hier auch noch Kreischer Alpha, Elite-Gegner. Sind auch wieder vom Himmel gefallen, oder wie? Das finde ich manchmal ein bisschen komisch. In Teil 2, Dragon Age 2, finde ich es ja noch ein bisschen schlimmer. Dass da ganze Wellen aus dem Nichts auftauchen. Plötzlich sind sie da. Hier deutet sich das auch schon so ein bisschen an. Ich sehe gerade, ich habe das Lied des Mutes gar nicht aktiviert. Schnell mal nachholen. So. Mehr zu plündern gibt es nicht. Da hinten ist noch eine Truhe. Die machen wir natürlich auch auf. Wir sind ja neugierig. Oh, wieder einen starken Wundumschlag. Okay. Tja, darum. Oder durch die Tür, wo der Magier gekommen ist. Ich gucke hier mal einmal. Da ist Schutt. Da gibt es was zu plündern, glaube ich. Aber ich denke, das läuft auch irgendwie alles zusammen, oder? Sieht hier auf der Karte fast so aus. Deswegen gehen wir doch mal dem Magier hinterher. Ganz vorsichtig. Oh oh. Gegner. Bogenschützen. Und was haben wir da noch? Ah, da ist er doch, dieser olle Magier. Ich denke mal, dass das der gewesen ist, der da vorhin abgehauen ist. Infizierter Schlüsselmeister. Ah, okay. Der wird dann wohl den Schlüssel für diese andere Tür haben, die da verschlossen war. Okay, rüber ab. Schlüssel her. Bogenschützen, die infizierten Elfen sind eigentlich kein Problem. Ach, da haben wir auch noch einen übrig. Ah, Ariane behagt den schon ganz gut hier. Okay. Erledigt. So, dann gucken wir mal. Schlüsselmeister ohne Kopf. Ja, Schlüssel dabei. So soll das sein. Bisschen Silber bei ihm hier. Und was sagt die Truhe? Oh ja. Ein paar Tränke. Obwohl, alle brauchen wir auch nicht. Und die Trauer Aletans. Ein Bogen. Wenn man den hier findet, dann hat man den, sobald man ein neues Hauptspiel Dragon Age Origins startet, auch im Inventar. Also ziemlich gut. Insofern man halt Bogenschützen in seiner Gruppe hat. Ansonsten braucht man den ja nicht wirklich. So. Ja, hier haben wir vorhin schon mal den Gang runtergeguckt. Alles klar, habe ich mir doch gedacht, dass alles zusammenläuft. Aber wo geht's denn nur weiter? Hier? Oh, mein Orientierungssinn. Der lässt mich wieder im Stich. Aber ich glaube... Nee, hier geht's Richtung Ausgang. Wir müssen uns, glaube ich, rechts halten. Oder war hier ganz vorne noch was? Nee, ich glaube nicht, aber ich guck mal lieber. Vorsichtshalber einmal gucken. Nee, da war dieser komische Leichnam.
für den sich unser Hund so ein bisschen interessiert hat. Na gut, scheißegal, wir machen ja an dieser Stelle Pause. Beim nächsten Mal geht's weiter. Wir werden da hoffentlich den zerbrochenen Illuvien finden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bye bye.